Also mein Name ist Klaus Fedröder. Ich bin seit 2007 hier Missionsprokurator und neben mir sitzt der Pater Joe Uehlmesser, der diesen Job ja für 36 Jahre lang gemacht hat. Vielleicht meine erste Frage an dich, Joe. Missionsprokurator, klingt ja ziemlich altmodisch, verstaubt. Was verstehst du darunter? Wie hast du damals deinen Job hier verstanden? Also ich hatte persönlich nie Schwierigkeiten mit dem Wort Missionsprokurator. Das ist ein bisschen exotisch natürlich im Deutschen, ja, aber ich habe keine Schwierigkeiten gehabt. Missionsprokurator, habe ich immer gesagt, das ist nichts anderes als einer, der bettelt für die Missionen. Ja. Zunächst einmal für die Missionare und dann für die Missionen. Und ich denke, das ist eine ganz schöne Beschreibung. Na gut, ich meine, Prokurator bedeutet, kommt ja von Prokurare, ne, der sich um die Missionen sorgt, kümmert. Der nicht nur bettelt, ja, sondern sich auch um die Missionare kümmert, ja, wenn sie ja krank sind, wenn sie auf Urlaub sind und so weiter. Ne. Schöne Geschichte, ich hatte mal bei der KHG so ein Gespräch und da wurde ich vorgestellt als Missionsprovokateur. Ja. Es ist ein bisschen provokativ heutzutage, das Wort Mission, genau, gerade bei katholischen Kreisen. Ja. Wohingegen ich meine, dass das Siemens zum Beispiel und andere große internationale Organisationen, bei denen gibt es doch, wenn sie Seminare halten, meine ich, dann gibt es eine Vision, muss man haben, und eine Mission muss man haben. Und während die Mission, das Wort Mission für sich kapern, gehen wir darauf, verzichten wir langsam darauf. Ja, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, dass wir sozusagen jetzt zu diesem Namen Jesuiten weltweit uns verändern. Aber es ist einfach zu schwierig, immer den Leuten zu erklären, was mit Mission gemeint ist. Dass wir jetzt nicht hingehen und die Armen vor Ort da missionieren, die Eingeborenen, die Indigenen und was weiß ich. Ja. Es ist einfach zu belastet. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, Mission bedeutet natürlich für uns an die Grenzen gehen, Interkulturalität, Dialog mit den Kulturen, Religionsgespräche und so weiter. Natürlich auch den Einsatz für Gerechtigkeit. Aber das immer mitzusprechen, ja, das ist echt mühsam. Ne? Weil gerade, wie du sagst, gerade in katholischen Kreisen ist ja Mission sehr belastet und man will ja eigentlich gar nicht mehr missionieren. Also jeder hat ja seinen Glauben und das soll man die Leute auch dabei belassen bei ihren Glauben. Und deswegen haben wir sozusagen uns diesen Namen Jesuiten weltweit, der soll halt das zum Ausdruck bringen, dass wir weltweit unterwegs sind mit denen, die am Rand sind, ja, und auch im ökologischen Fragen, das gemeinsame Haus, das Stichwort, eben auch um die beiden von den universalen apostolischen Präferenzen, da sehen wir uns sehr stark in dieser, ja, in dieser Linie, wie der Orden sich jetzt für die nächsten 10 Jahre aufgestellt hat mit seinen Schwerpunkten und Präferenzen. Ne? Ich muss natürlich sagen, ich bin ein bisschen altmodischer wahrscheinlich. Und ich denke natürlich auch, dass man den Leuten ihren Glauben lassen soll und muss, wenn sie unbedingt darauf insistieren. Auf der anderen Seite, meine ich, ist doch Jesus Christus und das, was er uns gebracht hat, so eine tolle Sache. Reden wir nämlich immer davon. Ne? In jeder Predigt sagen wir, wie toll das ist. Ja, und wenn es dann wirklich so toll ist, dann dürfen wir es noch nicht einfach im Rucksack behalten, sondern müssen es den Leuten auch mitteilen, müssen denen sagen, du, pass auf, wir haben da etwas, dieser Jesus Christus, eine ganz tolle Sache, das möchten wir euch auch mitteilen. Klar, Zeugnis geben ist wichtig, ja. Ne? Aber das verstehen die meisten Leute unter Mission nicht, Zeugnis geben, sondern missionieren ist versuchen, den anderen sozusagen mit allen möglichen Mitteln zu vereinnahmen. Ja, um dieses ein Stück weit nicht so in den Vordergrund. Ja. Sagen wir mal, nicht, dass wir jetzt durch die Hintertür da rein wollen. Zeugnis geben ist gut und das machen wir ja auch durch unsere Arbeit, durch unsere Projekte, durch unsere Freiwilligen etc. Ne? Aber damals hatte ich das schon ausgeweitet. Ich meine, du warst schon ein Visionär, muss man natürlich sagen. Du hast ja schon, es war nicht nur hier die Missionsprokurve und so Missionare, sondern du hast doch schon andere Dinge unterstützt, die über die deutsche Perspektive hinausgingen. Ne? Also zum Beispiel den Jesuitenflüchtlingsdienst, der bei uns heute eine große Rolle spielt. Ja. Oder auch in Paraguay die Reduktion. Mhm. Also hast du dir schon große Verdienste erwiesen in diesen Bereichen. Weißt du, Klaus, und ich denke, es ist schrittweit gegangen. Schau mal her, zunächst waren das 25 Missionare in Indien,
Die haben dann selber Briefe geschrieben. Wir haben dann ihre Mittel, die sie von den Wohltätern bekommen haben, schon weitergeleitet. Aber das war ja nicht keine große Sache. Aber dann habe ich damals, als ich in Indien selber studiert habe, von 60 bis 64, habe ich ja hunderte von Leuten kennengelernt. Ja, Mitbrüder, die zum Teil jetzt selber Missionare geworden sind, indische Mitbrüder und andere auch, die, mit denen ich mich einfach angefreundet habe. Die sind dann in Urlaub gekommen oder die sind hierher gekommen, um irgendwo bei den großen Missionswerken in Aachen Spenden einzusammeln. Nun, und dann hat man denen natürlich auch geholfen. Ja. Mhm. Das war also der zweite Schritt sozusagen. Erst der dritte Schritt war der, dass wir uns praktisch irgendwo mal auf eine, ja, wie soll ich sagen, auf ein Thema geeinigt haben. Und das Thema hieß, wo die Not am größten ist. Naja, das ist ja heute immer noch so, dass wir, ja, natürlich, dass wir, wenn man so ein bisschen schaut, also wo wir alles unterstützen, ja, dann sind natürlich sehr viele, wo die Not am größten ist. Das ist zum Beispiel der Jesuitenflüchtlingsdienst, das ist bei Katastrophen. Ne? Aber wir unterstützen natürlich auch fast ein Viertel oder ein gutes Viertel unserer Gelder gehen in Bildungsmaßnahmen, ne? Grundschule, weiterführende Schule und natürlich als auch mit unserem neuen Projekt Jesuit Worldwide Learning, sagen wir, Hochschulbildung für Menschen, die sonst keine Hochschulbildung haben könnten, nicht? On the margins, sagt man das. Nicht? Aber damals, als du in Indien warst, wärst du nicht lieber da geblieben oder bist du schon gern wieder zurückgekommen? Es war nicht möglich, dort zu bleiben, denn bereits als ich nach Indien ging zum Studium, hatte die indische Regierung beschlossen, dass Missionare keine Einreise mehr bekommen. Ja. Eine Zeit lang wäre ich schon gerne dort geblieben, denn ich habe mich dort sauwohl gefühlt. Ja, das habe ich schon gehört. Also du hast da nicht so viel studiert, haben mir einige deiner Mitbrüder erzählt, sondern da mehr Unruhe gestiftet. Manchen Blödsinn getrieben und so ein bisschen in Indien rumgefahren und mir die Sachen angeschaut, das Land angeschaut, die andere Missionen angeschaut, nicht nur unsere Deutschen. Ja. Mhm. Nee, ich habe mich wirklich drüben... Nee. Wirklich, ich habe das genossen. Naja, wenn ich heute nach Indien fahre, dann jetzt die Älteren vor allem, ne, die sagen, was macht der Joe Übelmesser, geht es ihm gut, ist er gesund, der hat so viel für uns geleistet hier. Also du hast sozusagen die Grundlagen geschaffen für das Indien, natürlich auch noch einer der Hauptpartnerländer ist, wo wir noch sehr viele Ressourcen haben und sehr viele Freunde. Und ich bin ja auch jedes Jahr einmal in Indien und wir haben natürlich auch hier viele indische Besucher. Ne? Was du gesagt hast, du hast das Wort Grenzen benutzt ganz vorhin, nicht? Das hat ja irgendwann einmal, wir hatten das gesagt, einer unserer Generäle, denke ich, unserer letzten Generäle, nein, der Papst. Der Papst hat gesagt, der jetzige Papst, wir sollen an die Grenzen gehen. Ja? Und ich denke, eine Art von an die Grenzen gehen war das, was vor allem ihr nach meiner Zeit getan habt. Ja? Also das muss ich schon sagen, das habe ich das immer so empfunden, wenn ich doch ein bisschen wieder hereingespechtet habe. Ja? Mhm. Naja gut, wir haben natürlich... nachdem du dann im Jahr 2000 hast du aufgehört. 2000 habe ich aufgehört, ja. Pater Peter Balais, der hat, sagen wir, ich meine, was ihr hier geleistet habt mit ganz wenigen Leuten, ich weiß, ihr hattet, glaube ich, zwei oder zwei halbe Angestellte oder anderthalb, ne? Inzwischen haben wir ein Team von gut 14 Leuten, alles ist ausdifferenziert, wir haben jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Finanzen, für die Projekte, das habt ihr natürlich alles selbst gemacht. Ne? Natürlich sind die Anforderungen an die Projektarbeit, werden ja immer größer, ne? Du brauchst also bestimmte Abrechnungen, es müssen Korruptionsrichtlinien eingehalten werden, Kinderschutz, das ist ja alles gut und richtig, nur das braucht natürlich auch Ressourcen und das kann man heute eigentlich gar nicht mehr sozusagen als kleine Prokur leisten. Ja. Ne? Ich sehe es ja hier in Deutschland, ja, also als ich im Noviziat hier war, in Nürnberg im Jahr 86 bis 88, hat die Prokur mich natürlich sehr fasziniert. Ne? Also, auch wegen unserer Schnäpse, oder? Wollte ich gerade sagen, wenn wir vorbeikamen zum Briefe einpacken, gab es immer einen Schnaps und es gab immer sehr exotische Menschen, die hier rumgelaufen sind, irgendwelche Bischöfe und so. Ne? Aber ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, ein Nachfolger des großen Pater Joe Übelmesser zu werden. Das war vollkommen außerhalb meiner Ideenwelt. Nicht? Aber ich bin dann 1991 nach Venezuela gegangen, um mal im Ausland was zu machen, was zu kennenzulernen, zu studieren. Und aus den geplanten 2 Jahren sind dann 12 Jahre geworden. Mhm. Und aus dieser Arbeit heraus, die natürlich immer mit im sozialen Sektor war, also im Sozialzentrum, hat das mich natürlich sehr fasziniert. Und diese Arbeit, also was ihr hier macht, was ihr damals hier gemacht habt, du und der Peter. Und von da war ich eigentlich jetzt nicht abgeneigt, als dann die Anfrage kam,
ob ich 2007 dann hier zurückkomme und hier diesen Job mache. Vielleicht habe ich ein paar Zweifel gehabt, ob ich das so gut kann wie du und wie der Peter, aber na, jetzt bin ich schon 13 Jahre da, habe also nicht zu viel verkehrt gemacht, na, aber bin ganz zufrieden. Ich bewundere dich immer wieder. Ich komme ja immer mal wieder vorbei, verstehst? Ich werd zwar nicht eingeweiht in die Interna der Missionsbroko, aber ich muss eins sagen, ich erfahre, was ich so erfahre, ja, und was ich so spüre, das ist ja ganz fantastisch. Da bin ich so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Was begeistert mich an meiner Arbeit? Das sind vor allem die, sagen wir mal, die Kontakte, also das sozusagen dieses, die Internationalität dieser Arbeit. Man kommt also ins Gespräch mit sehr vielen ganz verschiedenen Menschen, die sich an der Grenzen, von denen wir gesprochen haben, wirklich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben und mit den Armen leben und für sie arbeiten. Ich meine, hier, wir sind ja hier eher etwas weiter weg von den Grenzen und machen hier sehr viel Bürojobs und Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit und diese Dinge. Mich fasst so ein bisschen das Make-up von diesen Leuten zu sein, die echt von denen ich große Hochachtung habe, von vielen, also gerade auch zum Beispiel in Indien, wie die sich für die Dalits, für die indigene Bevölkerung einsetzen, oder in Afrika, wenn du da irgendwo im Busch sitzt und dann eine Missionsstation leitest und aufbaust für die Menschen dort. Das fasziniert mich, sozusagen mich fasziniert, dass ich für die Menschen ja einen Dienst leisten kann. Ne? Ich wäre auch manchmal lieber gerne in Venezuela oder in Kuba oder so, wo ich auch schon gewesen bin. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass man hier sozusagen bleibt und sitzt und tut und guckt, dass die Arbeit vor Ort dann halt gemacht werden kann. Nicht? Und das wird dabei, die würde auch ohne uns gemacht werden, aber dass wir sozusagen auch ein Stück weit eine Hilfeleistung leisten können. Nicht? Ich meine, wenn wir nicht selber über unseren Tellerrand hinausschauen, in irgendeiner Weise, und das ist eine Art und Weise, wie der Klaus es jetzt macht, über den Tellerrand hinausschauen, zusammen mit euch allen, ja, dann sind wir gar nicht mehr wert, dass wir existieren. Das ist für mich, sag mal, das Entscheidende, dass wir nicht vergessen, es gibt noch mehr Leute wie wir, es gibt noch mehr Leute, die uns eigentlich brauchen, wo wir tun können, was wir wollen, aber wir werden nicht Herr über die Not der Welt, das ist klar, aber dass wir wenigstens tun sollten, was wir können.